Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman in Work, der Podcast für mehr Frauenpower in der Wirtschaft. Mein Name ist Christine Lassel und ich führe heute durchs Interview. Wie immer wollen wir unseren Zuhörerinnen einen kleinen Einblick in das Leben von ganz erfolgreichen Frauen in der Wirtschaft, insbesondere des Empfehlungsmarketings, geben. Durch die Veränderung der Wirtschaft werden viele Menschen gezwungen sein, in der Zukunft, in den nächsten 15 Jahren, sich neue Arbeitswege zu suchen. Und deswegen wollen wir gerne ein bisschen auch Aufklärung machen und ein bisschen auch wachrütteln, dass wir hier keine Angst haben müssen, sondern dass es für uns in die Zukunft ganz viele neue Möglichkeiten oder Chancen gibt. Und daher freue ich mich auch ganz besonders, einen ganz, ganz lieben und besonders für mich sehr wertvollen Gast begrüßen zu dürfen, die liebe Elfi Reuser. Hallo, liebe Elfi. Du bist ja von deinem Ursprungsberuf, bist du Kinder-, Krankenschwester und man kann sagen, dein Erfolgsweg war von der Kinder-, Krankenschwester zur erfolgreichen Unternehmerin. Und wie du diesen Weg geschafft hast und was dir auf diesem Weg alles zugefallen ist, das werden wir jetzt in der nächsten Stunde von dir hören. Herzlichen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast und ich übergebe dir gerne jetzt das Wort. Herzlichen Dank, liebe Christine, für die sympathische Anmoderation und überhaupt für die Gelegenheit, hier dabei sein zu dürfen. Es ist mir wirklich eine große Freude, da einfach ein bisschen aus meinem Leben beitragen zu dürfen. Ja, ich hole vielleicht ein kleines bisschen aus. Also ich bin von 4 Kindern die zweitjüngste und bin sehr behütet aufgewachsen, hatte eine schöne Kindheit, relativ streng erzogen. Und ich denke, so ein bisschen das Enge war auch der Grund, weshalb ich dann mit 16 schon ausgezogen bin und im Prinzip seit 16 auf eigenen Beinen stehe. Ich bin dann in die Schweiz gegangen, habe damals sogar meinen heutigen Mann schon kennengelernt. Und das war natürlich ja schon mal sehr schön, einfach so in diesem wunderschönen Land. Und ich bin dann aber zurück nach Deutschland, habe meine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht. Das war schon immer mein Beruf oder schon immer mein Traum einfach auch. Und zwar, ich wollte einfach anderen Menschen helfen. Ich wollte einfach, ja, das war einfach schon ganz, ganz früh. Wahrscheinlich habe ich es von meinen Eltern in die Wege gelegt bekommen. Das ist etwas, was die beiden auch sehr auszeichnet. Genau. Ja, und ich habe die Ausbildung abgeschlossen, bin hinterher sofort in die Schweiz, habe viele Jahre dort auf einer frühgeborenen Intensivstation gearbeitet, was natürlich sehr, sehr interessant war, sehr herausfordernd und natürlich auch mit sehr viel Verantwortung verbunden. Ich habe es geliebt und plötzlich kam so eine Phase, wo ich was ganz anderes gesucht habe. Mir wurde das einfach so aufs Herz gelegt und zwar, dass ich mit meinem Mann zusammen in meinem Beruf nach Afrika gegangen bin für 4 Jahre. Und habe dort in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Ja. Das war eine sehr spannende Zeit, was du mir erzählt hast. Möchtest du ein bisschen was davon berichten noch? Ja, das war natürlich wirklich sehr, sehr besonders. Ich denke, diese Zeit hat uns natürlich ganz besonders geprägt. Und wir dürfen schon wirklich sehr, sehr dankbar sein, hier auf dieser Seite der Welt geboren zu sein, wie gut es uns geht. Und ich denke, ja, seither durfte ich wirklich eine tiefe Dankbarkeit in mein Leben mitnehmen. Und was anderes Schönes durften wir auch mitnehmen. Wir haben unseren Sohn, den Joel, er ist Afrikaner, haben wir von dort adoptiert. Er ist ein Waisenjunge. Und es ist eine lange Geschichte drumherum, die hat heute keinen Platz. Aber das war wahrscheinlich einfach Fügung und Führung, dass er zu uns kam. Und ja, den haben wir von dort dann adoptiert. Genau. Sehr schön. Wie ging es dann weiter, als du zurückgekommen bist? Mit einem Sohn im Gepäck quasi?
Ja, ich bin dann wieder zurück auf die alte Station mit den Frühgeborenen, habe dort weitergearbeitet, wobei irgendwann habe ich gemerkt, mit dieser großen Verantwortung, wo einfach ein falscher Knopfdruck ein Menschenleben bedeuten, also kosten könnte, das wurde mir mit der Zeit wirklich eine große Bürde, kann ich mal sagen. Also ich bewundere da wirklich alle, die einfach wirklich in diesem Bereich auch tätig sind oder überhaupt Ärzte und Spitäler und so weiter. Mhm. Weil es ist schon eine große Verantwortung und ich habe gespürt, dass wenn ich das viele Jahre weitermache, dann werde ich in Burnout reinlaufen und habe mich von daher einfach ein bisschen umorientiert. Du hast mir auch erzählt, dass irgendwo so dann der Drang kam, immer schon irgendwie dich selbstständig zu machen. Genau. Ich habe dann einfach so geguckt, was könnte ich noch machen. Und da ich einfach auch gern schöne Dinge habe, habe ich Innenarchitektur studiert, habe das Studium fertig gemacht, habe aber einfach gemerkt, dass es doch meinem Naturell nicht so entsprach, weil für mich einfach der Mensch zu wenig im Mittelpunkt war. Und dann hast du gesagt, dass du nach nochmal neun, also du, das heißt, du hast auch eine Ausbildung, nochmal eine Berufsausbildung gemacht und dann hast du festgestellt, okay, das ist jetzt so nicht das mit der Freiheit, nicht? Weil wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man selbst und ständig. Kenne ich auch ganz gut von mir. Und hast dann aber doch etwas gefunden, was dann auch diese Veränderung, zu dieser Veränderung geführt hat, diese Freiheit, von der du auch immer wieder geträumt hast, hat sich dann irgendwie für dich erfüllt? Ja, genau. Also zuerst noch, bevor ich das wirklich gefunden habe, habe ich dann noch mit Jugendlichen gearbeitet, in einer akuten Krise, auch viele, viele Jahre. Und das war auch schön, das ist auch wieder so dieses Helfen, das mich wahrscheinlich irgendwie auszeichnet. Und aber auf der anderen Seite wusste ich, ich will das nicht mein Leben lang machen. Und deshalb bin ich natürlich total dankbar, dass ich von meinem Bruder und seiner Frau, meiner Herzensfreundin, einfach von der Chance im Empfehlungsmarketing gehört habe. Ja, die beide haben mich damals so neugierig gemacht, vor allem ja meine Freundin, die hat mir am Telefon erzählt und vorgeschwärmt und ich war so neugierig, bin wirklich 400 Kilometer gefahren bis nach Deutschland, damals habe ich noch in der Schweiz gelebt und habe mir das bei denen angehört. Und ich darf wirklich sagen, ich habe an dem Abend gemerkt, Elfie, das ist deine Chance, dein Leben zu verändern. Ich habe das so deutlich gespürt, als die mir das gezeigt haben. Klar, ich habe die beiden auch schon gesehen, wie sich das bei denen entwickelt hat. Und irgendwie war so für mich, ich war immer schon jemand, wo als Kind auch schon geträumt hat. Und so bei mir war einfach so mal gerne reisen, im Süden leben und Menschen in Afrika helfen. Das waren so meine großen Träume. Und ich habe das irgendwie alles schon gesehen, als ich das bei denen so diese ganze, das war plötzlich für mich so ein stimmiges Konzept und ich habe einfach gemerkt, Evi, das ist eine riesige Chance, da kannst du nicht nur dein eigenes Leben verändern, sondern auch das Leben von vielen, vielen Menschen kannst du beitragen, dass die einfach auch für sich eine Chance sehen, für sich wieder Träume ausgraben dürfen und ja, der Rest ist Geschichte. Das heißt, das, wonach du auch, was dir auch wichtig ist, also das Helfen von Menschen, das hast du beibehalten können. Das war dir auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man etwas einem anderen Gutes tut. Und ja, das ist ja auch mit diesen, mit dieser Art Arbeit, die wir hier haben, mit Empfehlungsmarketing natürlich wunderbar möglich, dass wir hier, so wie klein, wie du hast vorher Kinder gehabt, Jugendliche, ne, von ganz klein, dann ein bisschen größer, jetzt sind sie ganz, noch viel größer geworden, die Kinder, ja. Also Partner, die du dann quasi auch aufbaust und begleitest und erfolgreich machst. Das ist natürlich wirklich auch eine schöne Sache. Und ich kenne natürlich auch deine Schwägerin ganz gut und deinen Bruder und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ganz besonders ist, wenn man Menschen vor sich sieht und auch wahrscheinlich sieht, wie dann
die sich verändern, ne? Wenn die, weil, also deine Schwägerin war ja selber auch keine Unternehmerin von Haus aus, sondern hat ja auch einen normalen Beruf gehabt, sage ich mal, und hat sich dann hinentwickelt. War das für dich auch entscheidend zu sehen, ah, die, der vertraue ich, die lebt mir das vor? Natürlich, ganz klar. Ich meine, sie ist und war schon immer eine sehr charismatische Person, aber ich habe einfach gesehen, wie sie begeistert war, wie sie einfach gesprüht hat aus allen Poren, und ich habe auch gesehen, wie sich ihr Leben verändert, und ich wollte das einfach auch. Mhm. Ganz, ganz klar. Also es war für mich sehr anziehend, und ich wusste einfach, das ist deine Chance. Ich habe ihr natürlich vertraut, ich habe den beiden vertraut. Mhm. Und es war für mich, ich bin auch ein Mensch, ich höre sehr auf mein Bauchgefühl. Und es hat sich einfach gut angehört. Ja, ich habe gespürt, das ist das Richtige. Ja. Sehr schön. Und du hast mir auch erzählt, dass du in deinem Netzwerk, natürlich ist ja Empfehlungsmarketing etwas, was für Mann und Frau gleichermaßen möglich ist, also es gibt hier keine Ausnahmen, das kann jeder machen. Dennoch ist dein Team sehr frauenlastig. Ja, das ist richtig so. Es ist bei mir wirklich überwiegend so ein Women's Business. Ich glaube schon, dass ich weit über 70% Frauen habe. Und ich weiß einfach auch, wenn Frauen zusammenarbeiten, kann ganz, ganz Großes passieren. Mhm. Ja, natürlich, es ist auch für Männer eine Chance. Also ich will jetzt das überhaupt nicht einschränken. Es gibt auch bei uns viele Männer, die hier wirklich unglaublich vieles auf die Beine gestellt haben. Mhm. Mein Schwager zum Beispiel, ich komme nachher noch drauf, also der war am Anfang ja so derjenige, der hier wirklich mich auch am meisten inspiriert hat und mitgezogen hat. Aber ja, ich denke schon, dann später war es für mich einfach klar, ich möchte besonders mit Frauen einfach den Weg gehen. Mhm. Und das Schöne ist einfach, hier bist du nicht alleine, sondern dein Sponsor, der nimmt dich an die Hand, der geht mit dir die Schritte und freut sich mit dir über deine Erfolge. Und dadurch hat der Sponsor, also so nennen wir das bei uns, ja seine eigenen Erfolge. Mhm. Und das ist so das Schöne und das Besondere. Ja. Du hast ja auch ein ganz bunt gemischtes Team, das als ganz, also aus allen Berufssparten hast du ganz viele Frauen. Ja, das ist so. Ich habe wirklich total spannend, total spannenden Bereich. Und vielleicht muss ich zuerst noch schnell sagen, mein Durchbruch im Prinzip hier in diesem Business kam eigentlich, als ich mich dann auf Selbstständige fokussiert habe. Das war plötzlich so etwas, was ich so wie gespürt habe, weil die haben mich einfach auch immer schon fasziniert. Wie gesagt, ich wollte ja selber mich selbstständig machen als Innenarchitektin, und ich wusste einfach, die haben was auf die Beine gestellt. Und auf der anderen Seite habe ich viele auch beobachtet und gesehen, das sieht nach außen toll aus. Und ich weiß einfach auch, ich habe auch viele selbstständige Freunde gehabt, dass es sehr viel harte Arbeit oft dahinter steckt, oft auch durchwachte Nächte, sehr, sehr viel Verantwortung. Mhm. Und ich denke ganz klar auch immer oft ein Hoffen und ein Bangen. Und was ich einfach auch inzwischen weiß, dadurch, dass ich jetzt viel mit Selbstständigen zu tun habe, ist einfach, dass das Thema Ferien oder dann später mal Rente oder wenn sie krank sind, dass das wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist. Mhm. So zum Beispiel auch, du hattest ja letztes Mal die Naturärztin aus meinem Team, und ja, die hat mir das von Anfang an immer auch gesagt. Er hat gesagt, weißt du, Elf, es ist so ein Geschenk, wenn ich mal krank bin, der Scheck kommt trotzdem rein, oder wenn ich in den Ferien bin. Mhm. Und das hat man ja, selbst sie als erfolgreiche Naturärztin mit gut gehender Praxis, hat man das sonst einfach nicht. Mhm. Absolut. Und es gibt ja auch selbstständige Frauen, die trotzdem auch Kinder haben. Nicht? Genau. Und wenn ein Kind mal krank ist, wie oft kannst du dir wirklich dann frei nehmen? Und wenn du ein Business hast, wo du von zu Hause aus auch arbeiten kannst, dann ist das ja auch kein Thema. Nicht? Dann kann ich das ja auch besser handeln. Ganz genau, ganz genau. Und wie du vorhin gesagt hast, also es ist wirklich sehr spannend. Ich habe
sämtliche Berufsgruppen in meinem Team und dann auch immer solche Dinge. Also ich bin nicht so gut mit Computer und dann kriege ich noch solche Menschen in mein Team. Es ist hervorragend. Es ist wirklich sehr, sehr interessante Frauen habe ich. Ich habe die ehemalige Radiomoderatorin, die dann später auch bei einer großen Wirtschaftsmagazin gearbeitet hat. Habe einige Therapeutinnen, ganz tolle Frauen, auch Ernährungsberaterinnen, eine Bankkauffrau, die dann später Vierfachmama also war, eine Innenarchitektin und eben diese Naturärztin, sogar eine Buschauffeurin. Super. Genau, und wie gesagt, diese Computerspezialistin, sogar jemand, wo im Pharma-Außendienst, in Spitälern arbeitet, eine Kosmetikerin. Also ich könnte noch unendlich viele Berufe aufzählen. Und ich möchte einfach sagen, das ist wirklich sehr interessant halt einfach. Und mir ist einfach auch wichtig, um den Businessfrauen aufzuzeigen, was das hier für eine zusätzliche Chance einfach sein kann. Liebe Elfi, oft ist es ja für einen Neuen schwer, das zu greifen. Also jetzt bist du ja schon sehr erfolgreich und es geht mir auch oft so, dass dann halt neue Leute, die dann kommen, das gar nicht fassen können. Kann ich das schaffen? Kann ich das auch werden? Das klingt alles so weit weg. Das klingt alles schon so ein bisschen, ja, so unerreichbar. Natürlich sind die Gründe oft auch unterschiedlich. Also warum jemand sich das jetzt nicht zutrauen kann vielleicht. Euer Erfolg kam ja auch nicht so über Nacht, was ich weiß. Und dass es natürlich toll ist, wenn man gute Mentoren oder eben Sponsoren, wie es bei uns auch heißt, hat, die ja einem von Anfang an begleiten. Das heißt, es wird ja von niemandem erwartet, dass er hier gleich jetzt voll loslegt und eine Führungskraft ist. Und das darf sich ja auch entwickeln. Gibt es was, wo du sagen kannst, ja, wie war das bei euch? Wie hat sich das entwickelt? Ja. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen Zahlen mal nennen? Was ist denn möglich, auch wenn man jetzt ganz von vorne anfängt und überhaupt keine Ahnung hat von einer Führungsebene oder vom Empfehlungsmarketing? Ja, also das ist natürlich schon so. Wie gesagt, ich war nicht selbstständig. Ich hatte keine Ahnung von Führung. Und ich war natürlich sehr, sehr dankbar für unsere Sponsoren, wie wir das eben nennen, also mein Bruder und seine Frau. Und ich komme heute noch zu denen, wenn ich einen Rat brauche. Und die sind für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Und vor allem, die haben auch immer an mich geglaubt. Und obwohl ich, wie du vorhin gesagt hast, zu Beginn nicht die Schnellste war. Also, und ich denke, das ist einfach auch ein wichtiger Faktor, Menschen zu haben, die an einen glauben und die einfach für einen da sind. Also ich schätze die beiden wirklich sehr. Sie gehören mit zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Es wird jetzt ein bisschen emotional, weil ich einfach ihnen ganz viel zu verdanken habe, wirklich. Ich denke, wir können so ein wunderbares Leben heute leben und das wäre nicht der Fall. Und es ist auch heute noch so, wenn ich Fragen habe, ich komme immer noch zu ihnen, ich schätze das sehr. Und so ist es auch dasselbe in meinem Team. Also die Menschen dürfen immer kommen. Ich bin gerne für sie da. Das ist ja das Besondere bei uns. Man muss das nicht alleine machen. Man hat immer Menschen, die da sind und die einen unterstützen. Mhm. Ja. Und du hast doch, es ist ja auch ein Long-Term-Business. Also viele Menschen, das ist so wie mit krank sein. Ja, jetzt ist man krank, dann geht man zum Arzt und dann will man in 5 Minuten schon geheilt sein. Man möchte schon wieder gesund sein. Aber es hat vielleicht auch lang gebraucht, bis man krank geworden ist und dann braucht es auch wieder eine Zeit, bis man wieder gesund wird. Und so kann man das ja auch mit dem Erfolg sehen, dass der Erfolg etwas ist, das sich ja entwickeln darf. Und wir sind ja hier auch, hier ist ja auch die Persönlichkeitsentwicklung so enorm, die ja so, wie du Kinderkrankenschwester oder Webdesigner oder Nageldesignstudio oder was auch immer für Berufe, diese Menschen haben ja das nicht in die Wiege bekommen, wie man unternehmerisch sich ein großes Team aufbaut. Und wenn man hier sich selbst, glaube ich, die Zeit gibt auch, um dass sich das entwickeln darf,
dann glaube ich, kann man auch vielen Frauen die Angst nehmen und sagen, hey, wie gesagt, du hast einen Mentor, du hast einen Sponsor, der jederzeit für dich da ist, der dich unterstützt und du musst es nicht alleine stemmen. Ja, das ist in der Tat so. Also es ist natürlich schon so, dass man hier eine ganz tolle Entwicklung auch durchlaufen kann. Und selbst meine selbstständigen Businessfrauen sagen, sie haben so viel gelernt hier, durften sich so entwickeln, weil wir natürlich auch oft im Bereich Persönlichkeitsentwicklung viele Seminare auch zu günstigen Preisen angeboten bekommen. Und das ist natürlich wirklich schon besonders und ich bin auch sehr, sehr dankbar, wie ich mich da einfach in vielem entwickeln durfte. Und es stimmt natürlich schon, dass mit der persönlichen Entwicklung natürlich auch das Geschäft wächst. Mhm. Und nur noch zu deiner Frage wegen den Zahlen. Ja, ich sage immer gern, ich bin ja nicht so der Zahlentyp, aber manches Mal ist es trotzdem gut, wenn man so ein paar Zahlen ein bisschen weiß und kennt. Und selbst wenn man nicht der Zahlentyp ist, ist sowas ja dann auch interessant. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß vor allem für Selbstständige auch, dass die natürlich da halt auch ein ganz anderes Verständnis haben. Also ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass dank unserem Team, dass wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, dass wir einen monatlichen Umsatz von knapp 1 Million Franken machen. Also das sind bei euch in Euro so um die 900.000 Euro. Mhm. Und das Coole dran finde ich, das ist einfach ohne Risiko. Ich habe keine schlaflose Nächte oder Löhne, die ich bezahlen muss oder irgendwie eine Riesenverantwortung, die schwer auf meinen Schultern lastet, sondern ja, das ist einfach das, was sich jetzt so aufgebaut hat. Mhm. Und ob ich jetzt jeden Tag schwer aktiv bin oder nicht, das kommt einfach. Und es ist etwas, wo ich wirklich enorm, enorm dankbar dafür bin. Mhm. Ich kann das manchmal selber noch gar nicht fassen, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist geht mir auch so, wenn ich in der Früh aufstehe und weiß, okay, ich muss jetzt nicht mich ins Auto setzen und eine Dreiviertelstunde bei der ärgsten Hitze durch die Stadt fahren ins Büro, sondern ich kann von zu Hause aus arbeiten oder wo auch immer ich halt sein möchte. Und aber auch ein wichtiger Aspekt, denke ich, ist ja auch, also übrigens beachtliche Zahlen und es ist toll, dass man sieht, dass das sich entwickeln kann. Also nochmal, Kinderkrankenschwester und dann so ein unternehmerisches, eine Firma aufzubauen mit so einer Umsatzzahlen, also im Monat gerechnet, das ist schon sehr beachtlich. Und ich weiß aber auch, und das ist auch, glaube ich, das, was man den Leuten auch am Anfang sagen kann, jeder hat nebenbei gestartet. Also ich glaube, die wenigsten haben jetzt gesagt, von heute auf morgen, ich lasse jetzt meinen Job sausen und beginne sofort im Empfehlungsmarketing, sondern die meisten haben vielleicht irgendwann mal begonnen, ein Produkt zu nutzen und haben aufgrund dessen, weil es ihnen gut getan hat und Spaß gemacht hat, das weiterzuempfehlen, hat sich da plötzlich etwas entwickelt. Oder wie siehst du das? Wie ist das bei dir im Team? Absolut, ja. Ja, danke übrigens. Natürlich sind das tolle Zahlen, wie gesagt, aber einfach auch dank unserem tollen Team, ganz klar. Und wie du gesagt hast, also für mich war das früher gar nicht vorstellbar. Ich durfte das auch erst mal lernen, so groß zu träumen. Und es ist in der Tat so, dass ganz viele einfach nebenberuflich anfangen. Eigentlich in meinem Team praktisch alle fangen nebenher an und ganz viele haben noch ihr eigenes Business. Und wobei ich aber immer sagen möchte, es ist nicht nur für Businessfrauen oder Männer, sondern bei uns haben auch alleinerziehende Mütter eine Chance. Einfach im Prinzip jeder, der gerne mit Menschen spricht. Genau. Und mir ist einfach wichtig, die Leute dann mit viel Herzblut, mit viel Freude und Begeisterung dabei zu unterstützen und ihnen zu helfen, dass sie weiterkommen, dass sie wirklich ihre Erfolge feiern dürfen, dass sie wachsen dürfen und dass sie einfach ihre eigenen Träume und Ziele erreichen dürfen. Sehr schön. Und ja, also das ist so das mit das Wichtigste für mich, je länger und je mehr. Also es ist schön, selber Erfolg zu haben. Das hat mir mein Bruder und seine Frau vor vielen Jahren mal gesagt.
Aber was einen wirklich glücklich macht, ist man einfach auch, wenn man dann sieht, wie die Partner einfach Erfolge feiern dürfen. Ja. Und wie du gesagt hast, genau, für die meisten ist es dann einfach so, dass das so nebenberuflichen Beginn ist. Und ich habe den Frauen dann auch immer gesagt, du hör mal her, wenn du hier erfolgreich werden möchtest, zweimal im Monat müssen wir einen Abend investieren. Und es gibt viele, die haben auch zuerst nur mit den tollen Produkten begonnen oder mit der Kur. Wir haben ja eine ganz tolle Kur, wo man in 3 Wochen bis zu 10% von seinem Körpergewicht verlieren kann. Und da hatten viele halt auch Interesse und ich habe denen natürlich immer gezeigt und gesagt, du, es steckt noch eine ganz, ganz tolle Chance hinten dran. Und ja, die haben dann einfach zum Teil begonnen, das nebenher auch mit aufzubauen, haben die Chance erkannt. Und nach einiger Zeit, also habe ich wirklich einige im Team, die jetzt einfach langfristig den Wunsch haben und sagen, also manche haben dann ihr anderes schon komplett irgendwie abgeschlossen und haben einfach gesagt, ich möchte jetzt hier mehr und mehr in Richtung hauptberuflich gehen, einfach weil man hier halt unglaublich viel Freiheit leben darf. Das ist etwas, was so diese Alpha-Menschen, denke ich mal, auch sehr lockt, genau, ja. Vor allem finde ich, jeder Mensch hat ja vielleicht Träume, Ziele oder also so ist es mir gegangen. Wenn du arbeitest und du siehst jetzt keine Option in deinem Leben. Und das war ja bei mir auch so, Träumen war für mich ja gar nicht mehr real. Also ich bin auch sehr viel mit jungen Menschen und ich war schockiert, dass schon junge Menschen sagen, es nutzt nichts mehr zu träumen, es bringt gar nichts. Und ich finde das sehr traurig, denn jeder Mensch hat doch Fähigkeiten, die er dann erst entwickeln kann, wenn er frei ist, wenn er richtig frei ist. Wenn er nicht frei ist, dann, so wie mein Beispiel, was ich immer bringe, alleinerziehende Mama mit 4 Kindern ist wie ein Feuerwehrmann, der nur am Brandlöschen ist. Da gibt's keine Persönlichkeitsentwicklung, da gibt's keine Zeit für irgendwas, was mich persönlich dann betrifft, wo ich sage, ich male oder ich habe irgendeinen Ausgleich oder ich nutze ein Hobby. Und das finde ich, ist durch diese Möglichkeit ja gegeben, dass ich sage, okay, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, du möchtest gerne wieder mit Kindern arbeiten, hast du ja immer die Möglichkeit dazu. Du musst nicht mehr, aber du kannst, wenn du willst. Und das ist, finde ich, dieses Schöne an dieser Arbeit, dass ich hier eine freie Entscheidung habe. Daher auch meine Frage an dich, wie siehst du das Thema Freiheit für dich? Ja, also du hast ein paar ganz wichtige Dinge gebracht, gerade das Thema auch mit dem Träumen, das ist wirklich so, das ist etwas für mich unglaublich Kostbares, wenn Menschen einfach ihre Träume wieder ausgraben dürfen. Viele haben die einfach, als Kind träumt man noch und später wird einem das einfach so, irgendwie macht man immer mehr Abstriche und plötzlich ist man einfach in einem Leben oft drin, wo so wenig Freiräume sind. Und ja, für mich bedeutet einfach, wie du gefragt hast, dieser Wert Freiheit wirklich ganz, ganz enorm viel. Das ist einer, nicht der höchste Wert, aber einer meiner höchsten Werte. Und ich habe übrigens gemerkt, jetzt gerade auch für selbstständige Menschen ist dieser Wert Freiheit ein Wert, der sehr, sehr weit oben steht. Weil bei Selbstständigen ist es ja oft so, die haben zwar viel Geld, aber keine Zeit. Ja. Und das ist das Besondere bei uns, dass man hier nach einer gewissen Aufbauarbeit, klar, also die muss man schon leisten, logisch, dann kann man einfach beides haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Ja. Das ist genau, wie du richtig sagst, wenn man genug Geld hat, Geld ist nicht alles. Ne? Also es geht ja auch hier nicht darum zu sagen, okay, ich häufe jetzt hier Geld an, sondern wie sinnvoll lebe ich mein Leben? Was kann ich beitragen für diese Welt und macht es Sinn? Erfüllt mich das, was ich mache? Wie ist es bei dir so, wenn du mit Leuten sprichst, wenn du Leuten begegnest, die aufgehört haben zu träumen? Wie entzündest du diese Menschen, damit sie wieder an sich glauben und auch wieder anfangen zu träumen? Ja, ich frage die natürlich. Hey.
Ich erzähle natürlich ein Stück weit auch von mir selber, klar. Also ich denke, das ist immer gut, weil man einfach auch von sich ausgeht. Ich erzähle ehrlich meine Geschichte und ich erzähle einfach auch ehrlich, was ich einfach Träume hatte. Und zum Beispiel gerade so diesen Traum, dass wir einmal im Süden leben wollten, dass das einfach ein ganz großer Traum für mich war. Und dank diesem Empfehlungsmarketing dürfen wir das ja seit 3,5 Jahren leben, dass wir jetzt hier auf Mallorca, nach Mallorca ziehen konnten, wo übrigens mein Bruder und seine Frau auch wohnen, gleich in der Nachbarschaft. Schön. Was sehr schön ist, ja, ja. Und mein Mann konnte dadurch ja dann auch in seinem regulären Job aufhören, weil wir jetzt dank dem Empfehlungsmarketing einfach ein Vielfaches von unserem ursprünglichen Einkommen haben. Und ja, ich erzähle einfach davon. Es ging natürlich auch bei uns schon eine Weile, bis wir in diese Führungsebene gekommen sind, weil es das damals in der Schweiz noch nicht gab. Und ich bin da einfach auch ehrlich. Weißt du, ich finde das auch ganz wichtig. Das bringt nichts, wenn man von Anfang an, wenn man einfach Dinge erzählt, die in Wirklichkeit gar nicht so sind. Ja, ich finde wirklich, es ist schon wichtig, dass mir einfach ehrlich auch über die eigenen Stolpersteine erzählt und so. Und ja, und so gibt es einfach Menschen, die dann plötzlich auch merken, hey, ich habe ja auch noch Träume. Es gibt auch Dinge, die ich früher einfach gerne machen wollte. Und so habe ich heute, also bei uns ging das einige Jahre, aber ich habe heute Führungskräfte, die sind nach einem halb, dreiviertel Jahr oder 1,5 Jahren, haben diese Führungsstufe erreicht, die einfach bei uns ein ganz großer Anreiz ist. Und meistens ist es dann so ein, ja, sagen wir, mittleres bis gutes Einkommen, was ein Schweizer sonst verdient. Und wobei das jetzt natürlich für einen Selbstständigen oder für mich, das hätte mich an sich nicht gelockt. Oder mir war natürlich durch meinen Bruder und was ich halt sonst auch von anderen Erfolgreichen gesehen habe und seiner Frau, war mir natürlich klar, dass hier nach oben keine Grenzen gesetzt sind und dass wirklich sehr, sehr viel mehr möglich ist. Und das habe ich natürlich schon den Geschäftsfrauen auch gezeigt, wenn ich gemerkt habe, dass da Interesse da ist. Genau. Und was dazu kommt, ich denke so Mitte, Ende oder Anfang, je nachdem, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, 40, 50, das ist ja so ein Alter, wo man sich besonders als Frau auch überlegt, was habe ich denn schon bewegt, was habe ich schon erreicht, was will ich überhaupt noch bewegen, welchen Traum will ich noch leben und wie kann ich mir einfach zum Beispiel den einen oder anderen Wunsch, den ich als früher schon hatte als Kind, wie kann ich einfach den noch verwirklichen. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was bei vielen Frauen, bei vielen Menschen tief im Herz ist. Ja. Absolut, weil gerade auch viele Frauen ja dann schon früh vielleicht heiraten, Kinder kriegen. Und dann sind die Kinder diejenigen, die im Mittelpunkt stehen. Und eine Frau nimmt sich dann meistens immer zurück. Und ich hatte zum Beispiel immer als Kind den Wunsch, reiten zu lernen. Und habe dann mit 45 habe ich gesagt, so, jetzt bin ich erwachsen und jetzt habe ich die Zeit und jetzt kann ich reiten gehen. Und es war für mich, kann ich dir gar nicht sagen, was für ein Hochgefühl das war, als ich da wirklich zum ersten Mal auf dem Pferd gesessen bin und da und das Pferd mir losgaloppiert ist. Also das war so wunderbar und so schön und hat mir auch wieder gezeigt, wie schön es ist, wenn einfach sich Träume wirklich dann realisieren. Toll. Wenn du heute so zurückblickst auf dein Leben, wie es verlaufen ist. Was hat sich für dich alles persönlich geändert? Ja, also ich möchte schon sagen, ich habe alle Phasen sehr genossen. Ich habe das genossen mit den Kindern. Ich habe das sehr gern gemacht. Also ja, ich war da immer auch mit Herzblut dabei, später auch mit den Jugendlichen in der akuten Krise zu arbeiten. Also wirklich, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Weil, und auch natürlich die Zeit in Afrika, das war eine kostbare, das war eine besondere Zeit. Und trotzdem hatte ich einfach bei allem hinterher so das Gefühl, es powert mich aus und wo bleibe ich dann noch irgendwie? Und ja, ich wusste auch nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Und wie gesagt,
ich war einfach nach der Suche nach was Neuem oder einfach wirklich auch diese Freiheit, diese Unabhängigkeit, ja. Und also ich merke schon, Freiheit ist einfach dir sehr wichtig. Vielleicht nicht das Wichtigste, wie vorher gesagt hast, aber natürlich sehr, sehr wichtig. Wie hast du es, also wenn du jetzt nochmal auch so darüber nachdenkst, so ab welchem Zeitpunkt hast du für dich gespürt, so und jetzt bin ich frei, jetzt lebe ich das? Ja, du hast es schon gebracht. Freiheit war für mich schon immer sehr wichtig. Und gespürt, ab wann ich frei bin, war natürlich in dem Moment, wo ich nicht mehr diesen Zwängen unterworfen war. Ich muss morgens um, weiß doch nicht, 7 Uhr aufstehen oder sowas. Für mich heute undenkbar. Ich bin ein Freund des natürlichen Erwachens geworden. Ich kann wirklich ganz, ich kann komplett, wie ich halt möchte, das alles machen. Und das war natürlich schon, wo einfach finanziell das auch jeden Monat gekommen ist. Und es war natürlich schon ein ganz, ganz großes Geschenk. Und es ist etwas, was ich jedem in meinem Team wünsche. Und also ich konnte diese Freiheit wirklich finden durch meinen Bruder und seine Frau, durch meine Herzensfreundin, die einfach als großes Vorbild hier für mich gestartet sind, die mir das vorgelebt haben. Und die mir einfach auch gezeigt haben, was es bedeutet, diese Freiheit zu haben. Und ich wollte die und ich wollte einfach auch die Unabhängigkeit und ich wollte mehr meine Träume leben. Einfach weil ich denke, natürlich kann man viel genießen, aber wenn man keine Zeit hat, und dann ist man einfach enorm eingeschränkt. Und das sehe ich bei vielen, also wie die einfach total durchgetaktet sind. Klar, es ist natürlich auch bei uns so, von nichts kommt nichts, ganz klar. Also das sage ich auch den Frauen immer von Anfang an oder mit allen, mit denen ich zu tun habe. Ich sage, weißt du, du bist selber hier schon, hast erfolgreich was aufgebaut, du weißt das. Man darf natürlich auch hier Einsatz zeigen. Und inzwischen ist ja unser Team jetzt so, ja, von 10.000 bis 11.000 Menschen sind das, wobei natürlich viele einfach nur Kunden sind und da haben sich jetzt einige Partner und natürlich auch viele tolle Führungskräfte herauskristallisiert, die selber einfach gelernt haben und wirklich eine großartige Arbeit zu leisten. Und ja, die sind natürlich mir alle sehr ans Herz gewachsen. Das ist das Schöne bei uns, also oft gewinnst du auch ganz, ganz viele neue Freunde mit dazu. Das ist wirklich, ich habe das eigentlich gar nicht so gesucht, aber es ist wahrscheinlich bei uns einfach so. Und ich bin einfach auf die Menschen, auf die Leute in unserem Team auch alle sehr, sehr stolz und wir sind denen sehr dankbar. Und was noch wirklich speziell einfach ist, du hast vorhin schon gehört, es war mein Bruder und seine Frau, die uns dazu gebracht haben. Und wir haben es auch hier einen großen Teil einfach auch der Familie, also unseren Erfolg zu verdanken. Und zwar meinem Schwager und meiner Schwester, die damals mit eingestiegen sind, als wir gestartet haben in der Schweiz. Und da gab es ja im Prinzip hier in der Branche noch gar nichts. Und mein Schwager war natürlich der totale Macher so. Und also der hat schon wirklich sehr, sehr viel mit seiner Frau zusammen für die Schweiz bewegt. Und die machen auch heute noch gut die Hälfte unseres Umsatzes aus. Und das ist natürlich schön, wenn wir auf Businessreise sind. Wir kriegen ja jedes Jahr im März so eine Reise geschenkt, wo du ja auch mit dabei bist immer. Liebe Christine, wir haben uns ja dort auch schon öfter gesehen. Und dann haben wir einfach immer Family-Treffen. Das ist natürlich wunderschön, ja. Ja, das ich kann mich noch erinnern bei unserer ersten Reise, wo ich euch gesehen habe als Familie. Ich finde das einfach wunderschön, weil man so zusammenwächst. Wie oft ist es so, dass man Freunde gar nicht mehr sieht oder Familienmitglieder, wenn man arbeitet? Ich habe Freunde, die im Außendienst tätig sind. Die sind, ich sage mal, 2/3 des Jahres gar nicht in Österreich. Und sich zu treffen ist schwierig. Aber in diesem
Geschäft, in diesem Business, ist es so schön, wenn man einfach wieder Zeit miteinander verbringt und vor allem wertvolle Zeit, weil es geht hier auch um wertvolle Lebenszeit, um wichtige Themen auch, alles was rund um Persönlichkeitsentwicklung ist, dass ich mich entfalte, dass ich mein Potenzial finde und nicht, wo es um Themen geht wie was ist jetzt wieder, weiß ich nicht, irgendwelche Regierungsthemen oder wer hat mit wem gestritten, ja, sondern es geht in eine Richtung, die positiv ist, also mit positiven Aspekten. Das finde ich einfach so wunderschön. Und dann mit der Familie natürlich, ja, einfach traumhaft. Ja, das ist schon etwas, was Menschen zusammenbringt, ganz klar, also verbindet. Und ich möchte auch den Mut machen, also es war jetzt nicht sofort so, dass die beiden gleich begeistert waren, also alle, dass es manchmal halt auch ein bisschen Geduld braucht, genau. Und auf der anderen Seite, dass es auch in Ordnung ist, wenn die Familie halt nicht offen dafür ist. Ja. Ich denke, es ist ja beides einfach auch okay, genau. Und wie du gesagt hast, mit der Persönlichkeitsentwicklung, das ist schon so, man darf schon wirklich sehr, sehr viel lernen hier, auch zum Thema Menschenführung, zum Thema Kommunikation. Mhm. Vertrauen ist ein riesengroßes Thema, also es ist schon wichtig wirklich, dass man einfach durch den Umgang mit den Menschen Vertrauen aufbauen darf, dass man zuverlässig ist. Natürlich auch das Thema Vergebung, ohne das geht's nicht. Und ganz, ganz klar, also ich durfte hier schon wirklich lernen, schlussendlich, es geht nicht nur um mich, sondern es geht primär um den anderen. Und das ist ja das Besondere bei uns, wenn man den anderen unterstützt, wird man selber erfolgreich. Ja. Absolut. Also im normalen Berufsleben ist es eher andersrum. Ne? Das kenne ich noch von der Bank her mit Ellenbogentechnik. Ja, nicht dem anderen zeigen, wie gut, also dass er ja nicht besser wird als ich, weil sonst verliere ich meinen Job. Hier ist es gewünscht, dass der andere besser wird und dass wir die Menschen fördern in ihren Talenten und Fähigkeiten, dass wir sie einfach, dass sie über uns hinaus wachsen. Sie sollen besser, größer werden als wir selbst. Und das ist, finde ich, ein absolut schöner Gedanke und ja, möchte auch diese Art der Arbeit gar nicht mehr aufgeben. Ich würde es sehr vermissen. was, wenn ich jetzt so noch ein bisschen, möchte ich gerne noch auch ein bisschen darauf eingehen, dieser Lebensweg, dieses, was außerdem, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt Freiheit, was ist das, was du sonst noch so schätzt an deinem neuen Lebensweg? Ja, für mich war einfach diese Chance hier wirklich so ein Riesengeschenk. Ich mache jeden Morgen meine Dankbarkeitsübung, auch heute. Und auch ich war wieder so bewegt, weil einfach ja so viel Schönes ich dadurch wirklich erleben darf. Und so viele Menschen habe ich jetzt auch in meinem Team, die dadurch wieder Hoffnung bekommen haben, die einfach Hoffnung auf ein besseres Leben haben, auf eine bessere Lebensqualität. Natürlich auch von den Produkten her, ganz klar. Ich denke, das weißt du selber, das kann nur funktionieren, wenn man gute Produkte hat. Und das ist einfach auch ein unglaubliches Geschenk, wenn ich sehe, wie wir da vielen Menschen einfach auch beitragen durften. Und ich bin dann natürlich sehr, sehr dankbar und sehr glücklich, wie sich das alles so entwickelt hat. Und manches Mal passiert es mir, weißt du, ich suche vielleicht mal ein Bild, will jemand was posten oder so. Und dann gehe ich durch mein Handy und scroll da so runter. Und dann ich schüttle jedes Mal den Kopf und denke, es ist unglaublich, du kennst es bestimmt auch. Es berührt mich auch immer total, wie ich manchmal sehe, wie wir Monat für Monat unglaublich viel schöne Dinge einfach erleben dürfen hier. Dank unserer Partnerfirma und es ist wirklich so ein besonderes Leben mit so besonderen Menschen, wo ich unterwegs sein darf, wo ich mich persönlich entwickeln durfte und wie gesagt, dank dem wir einfach diese wunderbare Freiheit haben dürfen und dieses Gefühl von der Dankbarkeit, das überrollt mich wirklich sehr, sehr häufig. Also das ist schon etwas, wo mich immer wieder ganz, ganz tief bewegt. Ja. Und trotz allem, dass es so ist und dass wir hier wirklich eine ganz tolle Chance haben, ist es nicht für jeden, also können wir nicht jeden damit erreichen. Oder wie geht es dir da?
Sagt bei dir jeder ja oder gibt es Menschen, die trotzdem skeptisch sind oder sagen, nein, das ist nichts für mich? Ja, das ist schon so, dass es Menschen gibt, die skeptisch sind und die für sich das nicht so sehen, ganz klar. Und weißt du, ich biete den Menschen ja einfach immer eine Chance an. Es ist mir wichtig, dass ich es ihnen zeige. Und wenn sie es nicht wollen, akzeptiere ich das natürlich auch. Klar, es kann nicht jeder sehen. Und aber ich versuche denen auch zu sagen und zu sagen, hey, du hast doch vielleicht selber wirklich auch noch Träume und du merkst doch vielleicht wirklich auch, dass du vielleicht gerne selber auch mehr Freiheit haben möchtest, mehr Freiräume haben möchtest, dass du mehr Zeit für dich haben möchtest, vielleicht mehr reisen, was weiß ich. Und ich habe das halt bei vielen von meinen Geschäftspartnerinnen gesehen, dass die zwar wirklich sehr stolz sein konnten auf das, was die erreicht hatten und auch zufrieden waren mit dem, was sie aufgebaut hatten, aber dass sie trotzdem sehr gebunden waren. Mhm. Und dass ich den Leuten dann halt manchmal sagen, ich kann mir ja auch vorstellen, dass das vielleicht ein Thema für dich ist oder dass du vielleicht selber jemanden kennst, den das interessieren könnte und der einfach auch diesen Wunsch hat nach mehr Freiheit, vielleicht aber auch nach Unabhängigkeit oder für manche ist natürlich auch das Thema Sicherheit ein Thema. Mhm. Sicherheit später mal im Alter oder wenn man gesundheitlich nicht mehr so auf der Höhe ist. Mhm. Was ich im Prinzip einfach den Leuten, denen ich das zeige, einfach sage, ist, guck, ich habe ein Angebot, das dir helfen kann und das für viele Menschen in meinem Team schon ein unglaubliches Geschenk war, wo auch in deinem Umfeld für Menschen ein Geschenk sein kann. Ich biete es dir einfach an und die einen erkennen die Chance und die anderen eben nicht. Und das ist auch okay für mich. Das heißt, Menschen, die du damit erreichst, wie unterscheiden sich die von anderen? Ja, also ich habe so im Lauf der Zeit schon erkannt, dass diejenigen, die so richtig Gas geben hier, schon meistens Menschen sind, die einfach schon auch ein Gespür für Chancen haben, die wirklich auch über den Tellerrand schauen, die vielleicht wirklich im Leben selber schon was erreicht haben oder vielleicht selber im Leben auch schon Tiefen erlebt haben, die sich wirklich, sagen wir mal, durchbeißen mussten und die einfach auch sagen, jawohl, es hört sich wirklich toll an und es ist so gut, um es nicht zu tun. Mhm. Übrigens, das ist so ein Satz, fällt mir gerade ein, ja. Den habe ich schon von ganz, ganz erfolgreichen Menschen gehört. Ich habe gerade einen Mann vor Augen, der das absolut nicht mehr nötig gehabt hätte, so etwas je zu tun. Und da sagt er mir einfach, weißt du, diese Chance ist viel zu gut, um es nicht zu tun. Und das ist etwas, was meinen Mann auch immer so fasziniert. Und wenn man mit ihm spricht, er sagt auch immer so, er findet es sehr faszinierend, dass hier einfach wirklich jede Berufsgruppe, vom Handwerker bis zum Akademiker, ob jung, ob alt, wir haben da wirklich ganz, ganz viele tolle Beispiele, jetzt, sei es jetzt außerhalb von unserem eigenen Team oder in unserem Team erlebt. Ich denke, die einzigste Voraussetzung ist wirklich, dass man gern mit Menschen unterwegs ist, so nach dem Motto, man muss einfach Menschen mögen. Genau. Ja. Und auch, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man auch sich in Menschen investiert. Das ist einfach den Menschen den Weg zeigen, so wie es du auch erlebt hast oder ich, dass man Mentoren hat, Sponsoren hat, die einfach für einen da sind, die einen an die Hand nehmen. Und du hast mir auch letztens erzählt, ein Spruch, der auch entscheidend ist, je größer dein Einkommen ist, umso mehr Menschen hast du bereits geholfen und unterstützt, erfolgreich zu sein. Ist mir so gerade auch eingefallen, also dass das auch ein ganz wichtiges Statement ist, dass in unserem Business vielleicht manchmal auch ein bisschen übersehen wird oder falsch interpretiert wird. Man wird. Ja, das hat ein bekannter Persönlichkeitstrainer gesagt, der schon als junger Mensch angefangen hat, Bücher zu schreiben. Den hatten wir mal bei uns in unserem Team und
Also ich war selber da nicht dabei, aber unser Team hat es uns dann erzählt und ich dachte, ja, es stimmt ja im Prinzip, genau. Ja. Wie siehst du die Zukunftsperspektiven im Empfehlungsmarketing? Also wenn man so die Wirtschaft sich anschaut, wie sich das entwickelt? Ja, also ich denke schon, dass das eine riesen Chance ist. Ich persönlich bin einfach überzeugt, Empfehlungsmarketing wird es immer geben, wird es immer brauchen, weil wir haben es einfach hier mit einem richtig tollen Markt der Zukunft auch zu tun. Und von daher denke ich einfach schon, dass das wirklich etwas ist, ja, wo ich überhaupt keine Sorge habe. Wir sind natürlich in der Gesundheit, im Wellnessbereich, im Anti-Aging, auch Figurbewusstsein und natürlich sind wir Chancengeber. Und von daher ist es für mich ganz klar, dass es etwas ist, ja, wo immer funktionieren wird, ganz klar. Und ja, von daher habe ich da überhaupt keine Bedenken. Und ich weiß auch, dass ja auch immer mehr Berufe wegrationalisiert werden oder man oft auch so in unserem Alter zum Teil auch zu teuer wird. Ja. Und von daher ist es natürlich auch eine tolle Chance. Ja, und wenn ich so zurückdenke, du hattest ja vorletztes Mal, hattest du eine Vierfachmama aus meinem Team, die hier auch berichtet hat. Genau. Und die auch jetzt hier ihren Traum leben kann. Die war ursprünglich als Bankkauffrau, die war jung schon sehr, sehr erfolgreich. Wirklich hatte da irgendwie so Dings verkauft und also wirklich als junge Frau schon ein unglaubliches Einkommen gemacht. Und vom Typ her eine totale Karrierefrau und hat dann einfach ihre tollen vier Kinder, ihre tolle Familie. Und die einfach jetzt hier auch diese Möglichkeit hat, weißt du, hier trotzdem eine Karriere, trotz der Familie leben zu können. Oder wenn ich dann auch jetzt an die Naturärztin denke, die du letztes Mal hattest, die ist übrigens auch Vierfachmama. Ja. Genau. Und auch wie sie erzählt hat, was das für sie für ein Geschenk ist. Die wollte ja am Anfang nur abnehmen oder ein Produkt testen. Und dann hat sie einfach gemerkt, wie gut es ihr tut und ist heute einfach enorm dankbar für diese finanzielle Freiheit, die es ihr einfach auch gibt, trotz ihrer gut gehenden Praxis. Ja. Und das, weil sie auch offen war. Also das ist auch etwas, was ich auch jedem mitgeben kann, dass man einfach offen sein soll. Egal, was im Leben kommt, auf dich zukommt, vor allem wenn es dann vielleicht auch noch von mehreren Seiten zukommt, wie sie bei ihr war, bei der Evelyn, die du da ansprichst, ja, wo sie dann auch gesagt hat, ja, jetzt habe ich das von drei Seiten gehört, jetzt muss ich das machen, weil irgendwo will das Universum offensichtlich, dass ich mir das anschauen soll. Oder so wie du gesagt hast, okay, du hast dir angeschaut, hast reingespürt als Architektin, das wäre jetzt nicht deins, weil da was fehlt, was dir am Herzen liegt, das Menschen zu helfen, Menschen zu inspirieren, in ihre Kraft zu bringen und hast auch auf dein Gespür gehört und warst offen und hast 400 Kilometer bist du gefahren, um dir anzuhören, was, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich zurückdenke, wir sind 800 Kilometer gefahren zu deiner Schwägerin, um uns erklären zu lassen, wie das Ganze überhaupt funktioniert für einen Abend. Und ich muss sagen, ich war echt dankbar, dass wir das gemacht haben. Die Leute dort haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn da so verrückte Wiener ins Schwabenländle fahren, dann muss ja das was sein. Und ich kann echt wirklich nur jeden ans Herz legen, einfach sich das anzuschauen. Man hat ja nichts zu verlieren, wie du schon anfangs gesagt hast. Alles das, was bei einem Unternehmen anfällt, an Kosten, Löhne, Gehälter oder sonstiges, Aufträge, was ist, wenn die Wirtschaftslage schlecht ist, ja? Wenn die Aufträge nicht so reinkommen oder man wird krank oder man wird älter und man hat vielleicht nicht genug eingezahlt. Also hier einen Plan B zu haben oder eine Option, glaube ich, ist einfach nicht verkehrt.
Oh, wie schön, dass meine Schwägerin und mein Bruder für euch auch so Schlüsselpersonen waren. Ich wusste gar nicht, dass ihr sogar so weit gefahren seid. Seht ihr? Und ja, und wie du sagst, es ist wirklich so, wenn man die heutige Wirtschaftslage anguckt. Ich habe vorhin gesagt, viele Berufe werden wegrationalisiert. Das ist das eine, aber das andere ist oft so, oft hat man plötzlich was Unvorhergesehenes, was passiert. Ich habe da auch ein paar Teampartnerinnen, wo plötzlich eine Lebenskrise kam, einfach aufgrund von verschiedenen Umständen. Und wo vieles dann nicht so einfach war und die einfach sagten, dass sie wirklich komplett durch das Empfehlungsmarketing aufgefangen wurden. Jetzt nicht nur finanziell, auch alleine das, weil natürlich trotzdem jeden Monat ein bestimmter guter Betrag reinkommt, ist es für einen Selbstständigen ein Riesengeschenk. Oder wenn er vielleicht jetzt in seinem Business nicht mehr so aktiv sein kann, sondern einfach auch deshalb, weil Menschen da sind, die sich kümmern, die nach einem fragen. Und da habe ich wirklich von vielen tatsächlich auch schon unter Tränen gehört, was es für sie einfach für ein großes Geschenk war. Und ich könnte da einige Beispiele erzählen. Ja. Ja, liebe Elfi, ich könnte auch dir noch stundenlang zuhören. Wir sind aber schon mit unserer Zeit auch wieder ein bisschen fortgeschritten. Aber macht ja nichts. Wir können ja jederzeit auch nochmal ein Folgeinterview machen. An der Stelle würde ich dir gerne noch ein paar so typische Fragen stellen, die ich so auch all meinen Interviewpartnerinnen stelle. Abschließend, was mich interessieren würde, wäre, wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären das? Oh, ja, cool. 3 Wünsche. Ja, ich habe eingangs meinen Sohn erwähnt. Ich würde mir wünschen, dass er einfach so komplett wirklich seinen Weg noch ganz finden darf. Dann würde ich mir wünschen, dass unsere Teampartner und natürlich besonders auch unsere Führungskräfte einfach baldmöglichst ihre eigenen Träume leben dürfen. Und es kam jetzt heute nicht so raus, aber mir liegt einfach Afrika noch sehr, sehr am Herzen. Und ich würde mir einfach ganz fest wünschen, dass viele Menschen noch mehr so diesen Segen vom Geben erkennen dürfen. The secret of living is giving, sagt Anthony Robbins, mein Mentor, so schön. Und das ist etwas, wo ich einfach merke, dass das eine unglaubliche Kraft hat. Ja. Ich weiß, Afrika ist ja ein ganz besonderes, ist ja ein besonderer Herzenswunsch und auch unsere Foundation, für die wir ja auch uns alle ins Zeug legen, um auch Menschen in unterschiedlichsten Regionen, zum Beispiel eben frisches Trinkwasser, also das nicht verseucht ist, zu ermöglichen oder eben, dass Kinder in die Schule gehen können. Oder. Es gibt ja ganz viele Projekte und ich weiß, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, dass man, wenn man etwas bekommt, dass man auch etwas wieder zurückgibt. Und so nach dem Saat-Ernte-Prinzip, wenn ich ernte, dann muss ich auch wieder sehen. Und ich denke, wir können dazu auch beitragen, die Welt dadurch auch ein bisschen besser, ein Stück weit besser zu machen. Und es anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, einfach auch etwas zurückzugeben. Ich finde das auch sehr ein schöner Ansatz. Ja, wenn du so auf dein Leben zurückblickst, auf was möchtest du in deinem Leben nicht mehr verzichten? Ja, ich möchte natürlich nicht auf meinen lieben Mann verzichten, ganz klar, weil er ist eindeutig der Beste. Genau, und auch auf keinen Fall wirklich auf unser Business, auf das Empfehlungsmarketing mit den Menschen, die damit verbunden sind. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen, ja. Und was vielleicht auch einige Zuhörer interessieren würde, wie sieht so denn dein heutiger Arbeitstag aus? Ja, sehr individuell. Ja, kommt ganz drauf an, auf was ich Lust habe. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen speziell an, aber es ist wirklich so. Durch diese große Freiheit, mache ich einfach
was ich gerne möchte natürlich. Ich starte den Tag immer mit der Dankbarkeitsübung. Das ist für mich wichtig, auch für mich ein bisschen Zeit haben zum Schwimmen gehen, Sport machen, was auch immer. Klar, ich finde einfach, oft kommen wir Frauen oder überhaupt wir Menschen viel zu kurz. Und also ich gönne mir das, wirklich auch ein bisschen Zeit für mich zuerst. Genau, weil es ist ja wie im Flieger, man soll ja zuerst sich um sich kümmern, dann kann man sich um anderen kümmern. Und dann ist es natürlich je nachdem, ich bekomme Fragen per WhatsApp, vielleicht einen Telefonanruf, ich mache ab und zu so Zoom-Coachings oder bin am Vorbereiten. Wir haben jetzt bald auch eine Aktivwoche hier, wo dann viele, viele auf die Insel kommen. Solche Dinge natürlich auch. Und so was ich mir wirklich immer ein bisschen auch Gedanken mache, ist, was kann ich noch machen, damit es für unsere Partner noch einfacher wird. Ja. Sehr schön. Ja, liebe Elfi, gibt es noch abschließend etwas, was du gerne noch sagen möchtest, loswerden möchtest, den Zuhörerinnen heute gerne noch mitgeben möchtest auf den Weg? Ja, ich möchte einfach noch ja, wirklich sagen, dass das Besondere bei uns ja wirklich ist, dass wir kein Risiko haben. Und ich denke, gerade für jemand, wo den Mut hat, sich selbstständig zu machen oder schon selbstständig gemacht hat, der weiß ja, was dieses Thema Risiko bedeutet. Und bei uns ist es ja so, dass wir weder Einkauf noch Verkauf haben. Das übernimmt ja alles die Firma für uns. Und unsere einzige Aufgabe ist es ja im Prinzip, den Menschen begeistert davon zu erzählen. Und ich finde, das ist einfach wirklich großartig, was dadurch entstehen darf. Und ich habe wirklich auch ganz, ganz viele Menschen gesehen, denen man das vielleicht im ersten Moment niemals zugetraut hätte und die hier wirklich eine unglaublich große Karriere erleben durften. Und deshalb glaube ich einfach ganz fest dran, dass jeder, der das möchte und der auch ausdauernd dabei bleibt und natürlich auch wirklich mit dem Herzen und sicherlich mit Begeisterung unterwegs ist, dass der wirklich ganz, ganz große Erfolge feiern darf. Und das ist auch das, was ich mir einfach aus ganzem, ganzem Herzen für meine Teampartner, für unsere Führungskräfte und natürlich auch sonst für die Menschen aus tiefstem Herzen wünsche, dass sie wirklich weiter an sich glauben, dass sie weiter auch an ihre Träume glauben, wie es der Titel auch so schön sagt, den du damit reingenommen hast, dass sie die wirklich nie aufgeben, dass sie groß denken und dass einfach natürlich kommen Zweifel, aber dass sie die einfach auch immer wieder auf die Seite legen dürfen und wirklich mehr und mehr ihre Träume leben dürfen. Und ich glaube wirklich an unsere Partner. Ich glaube an jeden Einzelnen von unserem Team. Und ich hole mir auch viel morgens immer so meine Führungskräfte so bildlich her und bin einfach in Gedanken viel bei ihnen und wünsche einfach, dass es denen gut geht. Schön. Also das ist, da geht das Herz über. Danke, liebe Elfi. Ich fand das wirklich großartig heute und du bist wirklich eine wunderbare Frau. Ich schätze dich wahnsinnig sehr und ich freue mich, wir sehen uns ja bald in Sonthofen. Ist ja nicht mehr so lang bis dorthin. Und unseren Zuhörerinnen wünsche ich natürlich noch einfach das Allerbeste. Und vielleicht konnten wir euch auch ein bisschen so inspirieren, euch ein bisschen das Ganze auch näher zu bringen, vielleicht auch Ängste zu nehmen, sich diese Branche mal anzusehen. Es ist eine echte Chance für die Zukunft, für unser Leben, für mehr Freiheit, für eine bessere Lebensqualität. Das ist, dass wir das Leben leben können, wofür wir auch gemacht worden sind. Und wenn ihr noch Fragen habt nach diesem Webinar, bitte dann wendet euch an die Person, die ich heute eingeladen hat und tauscht euch aus und vielleicht sieht man sich ja bei der einen oder anderen Gelegenheit. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Abend und ich freue mich schon, wenn es wieder heißt Woman in Work und ich wünsche allen Frauen die volle Power und viel Erfolg. Danke. Danke, Elfi. Herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.